Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler, der Parteichef der NSDAP, zum Reichskanzler ernannt. Mit dieser Machtübernahme beginnt eine erste offene Ablehnung gegen politisch Andersdenkende. In der Jalta-Konferenz, die 1945 zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin stattfand, ging es vor allem um Maßnahmen zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges und die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen. Wilhelm Keitel wurde 1946 als einer der Hauptkriegsverbrecher innerhalb der NSDAP von dem Internationalen Militärtribunal im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt. Ausgehend von den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges wurde mit der UNO 1945 eine internationale Organisation geschaffen, der zahlreiche Staaten angehören.